Oh. Wir haben übertrieben. Oh, der Mixer ist, glaube ich, kaputt. Oh mein Gott, es raucht der Mixer raucht. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Calvin. Ich bin Marvin. Und heute gibt es den kalorienreichsten Shake der Welt. Wir haben wieder unseren Mixer am Start. Hier kommen sehr viele kalorienreiche Sachen ein. Wir haben alles von Donuts, Nutella bis zu, keine Ahnung was. Alles, was Fettkalorien hat, kommt hier rein. Mal gucken, wie das Ganze dann schmecken wird. Und jetzt schon mal für einen neuen Drink, Leute, einen fetten Daumen hoch. Dann machen wir einen neuen Drink und schreibt in die Kommentare, was man noch für Drinks machen kann. Wir hatten ja schon sehr viele Drinks gemacht und schreibt irgendwelche Drinks, die wir noch nicht gemacht haben und die interessant sind. Okay, wir fangen an mit Donuts. Sehr, sehr lecker und kalorienreich. Eingepflegten erstmal. Oh, das war ein Homer Simpsons Donut. Riecht sehr kräftig damit. So, dann geht's weiter hier mit so ein paar Gebäcken. Man sieht schon sehr, sehr, sehr kräftige Sachen. Sieht aus wie dieses Eis, ne? Ich würde sagen, ich nehme mal die Hälfte. Bam. Ja, würde ich erstmal sagen. Wir können immer noch nachher ergänzen. Was ist hier noch? Boah, das ist auf jeden Fall auch pure Sahne hier. Alter, süße Leckereien hier ohne Ende. Dann, Leute, Schokoboss. Zack, 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 zack. Leute, jetzt wird's langsam eklig. Wir haben Pizza. Wow. Eine fettige, geile Pizza. Oh mein Gott. Ein Stück hier. Oh mein Gott. Alter. Ey, wie das schmeckt. Jetzt wird's pervers, ey. Jetzt wird's richtig pervers. Leute, könnt ihr das schreiben, welche Farbe wird der Shake haben? Genau, was denkt ihr am Ende, wenn wir das mixen? Oh, welche Farbe? Ich glaube, diesmal echt braun, oder? Ich sag auch braun wegen Schokolade. Ja. Dann haben wir Reese's. Die sind mit Erdnussbutter gefüllt und Erdnüsse haben sehr viele Kalorien, sehr viele Fette. Boah, die sind übertrieben lecker. Das sind so kleine Törtchen hier. Schokolade gefüllt mit Erdnussbutter. Schön zwei Stück, würde ich sagen, rein davon. Und zack. Dann haben wir hier Speck. Hat er hier so an der Seite immer dieses Weiße. Das ist halt das Fett. Das ist eigentlich Fett pur. Fett pur hier. Ja. Das ist, boah, schon am Triefen hier so richtig. Oh mein Gott. Verfettet. Ich würde mal sagen zwei Dinger. Wir wollen es richtig wissen. Ah, zwei. Oh, dann haben wir leckere Schoko Fresh. Die sind richtig lecker, ne? Mit krass Sahnefüllung und Nüssen noch. Rein damit. Dann haben wir hier ganz weihnachtlich Spekulatius. Oh ja, boah, ich liebe Spekulatius. Immer dieser Geruch, ne? Und die in Milch, heiße Kakao oder Kaffee tunken und dann essen. Auch ganz genüsslich. Ein Croissant gefüllt mit Schokoladencreme und noch so eine Milchcreme. Richtig fettig und kalorienreich. Rein hier. Das Kolos-Ding, Alter, ey. Rein hier. Dann Pringles, übelst fettig. Immer probieren, Alter. Boah, die riechen ja richtig scharf. Das ist Chicken Masala. Irgendeine neue Sorte. Und die streuen wir mal schön drüber. Boah, ich hab gleich genug. Also so Curry, so indisch. M&M's gefüllt mit Peanut gefüllt. Also Erdnuss. Bam, Alter. Jetzt wird's nochmal kräftig hier. Auf jeden Fall Oreos. Also eine Oreo-Füllung. Milka-Schokolade. Und rein. Das. Duplo White. Zack, die längste Praline darf nicht fehlen. Vielleicht müssen wir gleich mixen und dann nochmal reinschieben. Alter. Mm. Aber wir wollen es wissen. Kalorienreichster Shake. Was haben wir hier? Mandeln mit Honig überzogen. Boah, die riechen schon. Die sind todeskräftig. Und Nüsse sind so. Boah, da ist noch Zucker und noch Zucker. Ja, Mann, Leute. Ist so lecker, aber Nüsse allgemein sind sehr fettig. So eine Kalorienbombe, Digga. Boah, lecker. Wollen wir mal rein hier. Mm. Smarties. Leute, doppelt gefüllte Oreos. Rein damit. Bam. Die sind auch wieder zwei. Die sind auch krank lecker. Krank. Oh, guckt euch das jetzt schon mal an. So bunt. Alter, ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Ich bin auch gespannt. Vielleicht schmeckt das ja geil sogar. Dann haben wir hier Erdnussflips. Übertreibt doch, Junge, der ist schon voll. Ey, sollen wir vielleicht zwischenmixen? Ja, wir müssen zwischenmixen. Damit das ein bisschen breiiger wird, weil sonst wird das gar nicht mehr hier. Aber zum Zwischenmixen brauchen wir ein paar Getränke, würde ich sagen. Oh ja, jetzt ein paar flüssige Sachen. Und zwar haben wir Cola, Monster und Red Bull am Start. Und dann noch eine Himbeersoße. Hauptsache schön flüssig, damit es auch schön rutscht. Jetzt wird es pervers schmecken eigentlich. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Alter Schwede, Digga. Ey. Was betreiben wir hier gerade, Digga? Cola. Und okay, das ist pervers eigentlich. Jetzt realisiere ich gerade, was für Oh mein Gott, das ist krank. Ich bin nicht versichert, ob das braun wird. Vielleicht wird das grün, Digga. Ja, das wir hoffen, das mixt sich, damit es weitergeht, weil wir haben noch einige Sachen. Erste Mal zwischenmixen. Und noch schöne Grüße an Falk und Diana. Bam. Ihr habt die Glocke aktiviert, uns auf Instagram gefolgt. Einmal Marfit, Kelvin Fitti, wichtig, uns folgen. Dort das neueste Bild mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren und vor allem auch liken. Dann habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Und weiter geht's mit den Kalorienbomben. Direkt mit einer wieder mal mit Karamell gefüllten Schokolade. Kräftig, Alter.
ist das ein Mutantenstück. Aber wir müssen leider nur die Hälfte nehmen. Das heißt, nur ist trotzdem eine Kalorienbombe. Knickknacks dürfen nicht fehlen. Leute, jetzt kommt hier Mayonnaise rein. Jetzt wird's richtig pervers. Okay, das wird eklig dann jetzt, leider. Jetzt feiere ich den Shake schon gar nicht mehr, aus dem Grund übelst fettig. Fettigste eigentlich, was gibt an Soßen? Boah, ich glaube, mit Süßigkeiten haben wir ausgesorgt für die nächsten Jahre. Ja. Wir haben noch Brownies, Leute. Also der Shake wird so krank. Und ja, die Farbe ist schon braun, wie man sehen kann, ne? Oh yes. Ein schönes Stück. Rein damit. Kit Kats. Bam. Twix White, boah, einer meiner Lieblingssüßigkeiten. Wir haben fast nur unsere Lieblingssüßigkeiten genommen. Ja, Mann. Hier. Rein damit. Ich glaube, fürs Weihnachtsfest haben wir ausgesorgt. Auf jeden Fall. Snickers, Schokocrossis in Weiß. Auch krank lecker. Der Shake wieder eine Eskalation. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da haben wir Dime Bites auch nochmal mit Karamell überzogen. Boah, die will ich mal probieren, die kenne ich noch gar nicht. Oh, die sehen richtig lecker aus. Ähnlich wie Leinen, ne? Ja. Oh mein Gott, gell? Boah, lecker. Schweineöhrchen, Blätterteig, todesfettig, Leute, der Bäcker sowieso. Stell dir vor, du würdest jeden Morgen so einen Shake trinken. Ja, dann. Du würdest so einen Mutantenpickel haben, Alter. Und noch einen fetten Schnittkäse mit richtig viel Fett. Der hat 40 Gramm Fett oder so, ne? 50. Auch nochmal kräftig gefüllter Breno. Zack. Ey Marvin, aber wir haben irgendwie diesmal mit der Menge voll übertrieben, ne? Ja, ey, mir fällt es gerade erst auf. Mir kam das sogar zu wenig vor. Ja, also wir haben übertrieben, Alter. Voll falsch eingeschätzt diesmal. Wir haben echt Süßigkeiten bis zum, keine Ahnung, vielleicht für 2 Jahre oder so. Also wir werden die auch verschenken und wir sammeln die alle. Leute, es geht noch weiter. Wir haben hier eine fette Nutella, Mann. Nutella darf einfach nicht fehlen. Oh mein Gott. Okay. Wir haben noch, Leute, Butter. Einfach pure Butter. Pure Butter. Ja, hier. Auf Krampf nochmal rein. Oh, Krampf. Bah, Junge. Was machst du da so? Ja. Leute, jetzt Endspurt. Ben und Jerry's darf nicht fehlen. Kalorien. Zack. Okay. Okay. Und das letzte, ein Sahnehäubchen oben drauf. Und dann ist der Shake vorbei. Mann. Komplett. Bam, im Blau noch, ganz Blau. Und mach zu und dann mixen wir das Ganze mal gucken, wie das schmecken wird. Schwede, Leute, Mann. Junge, was? Wir haben übertrieben. Oh mein Gott, wir haben übertrieben. Wir haben echt übertrieben. Haben, also das ist echt, das ist schon unangenehm übertrieben. Das ist zu viel. Also das ist zu viel, Leute. Ich bin schon ein bisschen wie ein Idiot, aber... Ja. Leute, für jetzt müssen wir das Projekt zu Ende bringen. Jetzt müssen wir es zu Ende bringen. Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen, Freunde. Okay. Und, ich weiß nicht, was jetzt passieren wird, ja, Mann. Ein bisschen Cola. Oh mein Gott, das ist was getan. Okay, Leute, wir sind gespannt, was da jetzt rauskommt. Oh mein Gott, Alter. Und was haben wir hier? Ist das Rauch? Was? Boah, was? Riech doch mal. Also wir drücken nochmal nach mit auch. Oben sind noch ein paar feste Teilchen. Alles nach unten. Der ganze Käse ist hier noch drin. Das alles nach unten. Okay, Mann, der Mixer ist, glaube ich, kaputt. Oh mein Gott, das raucht ja echt. Das raucht, der Mixer raucht. Machen wir den Mixer da ab jetzt. Ich mach den mal von der Strom. Ja, mach mal weg. So, Leute, jetzt geht's um die Geschmacksprobe, ne? Der kalorienreichste Shake der Welt, ihr habt gesehen, alles ist drin, alles ist vorhanden. Mahlzeit. Ja, warte, das ist der... Ja, das ist jetzt nur von oben. Wir mischen das nochmal durch und dann schütten wir erst ein. Ja, okay. Weil ihr seht, hier trennt sich das. Nochmal einmal umrühren und dann schütten wir nochmal neu ein. Ja. Oh mein Gott. Jetzt wird eingeschüttet nochmal. Oder mit Sieb. Egal. Aber ist doch jetzt flüssig. Ja, jetzt. Boah, das schwimmt so ein Stück. Mutantenstück, Digga. Oh mein Gott. Das oder deins? Warum ist da irgendwas schlecht dran, hä? Nein! Mir? Leute, das ist so am Stinken. Ihr müsst euch vorstellen, da ist Fleisch drin. Ja, Mann. Schokolade, Gebäck. Bacon, Butter. Energy Drinks, Eiscreme. Oh mein Gott, das läuft überall. Ja, Alter, Mann! Ja, wie denn? Guck mal, das kommt aus einem Sack. Ja. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott, was haben wir hier erschaffen? Was ist das? Das Gefühl, das Ding lebt, was Alter. Haben wir erschaffen hier? Boah. Okay. Boah. Dein
Freunde. Warte, das Ding muss raus hier kurz. Das war irgendeine Waffe. Ach, das ist nicht ein Käse, Digga. Ah, der Käse. Kannst du nicht kleiner schneiden beim nächsten Mal? Ey, riech mal bitte. Ja, es riecht nach Schokolade und Fett einfach. Okay, komm. Mann. Einen kräftigen Schluck und auch zeigen, dass man das im Mund hat und dann runterschlucken, okay? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf viel Gesundheit mit diesem Shake nicht. Oh, ich schmeck voll Snickers raus, aber auch so dieses Fleisch, Digga. Wow. Oh, so ein ganzer. So ganz, ja, hab ich doch. Wow. So ein ganz ekliger Nachgeschmack, Digga. Aber das Snickers, ich mach jetzt noch einen. Geht noch. So erdnussmäßig, ne? Erdnussmäßig und ein bisschen das Monster schmeck ich raus. So Schokolade, Monster und Erdnuss. Ganz leicht Bacon. Da war noch irgendwas. So Bacon oder so. Erdnussbutter? Und dieses Monster. Aber ich hab's mir ein bisschen schlimmer vorgestellt sogar. Ich mir aber auch. Wegen dem Bacon und so, ne? Alter. Aber ganz, ganz, ganz ekelhaft. Wer will trinken? Komm, wenn du alles austrinkst, kriegst du 10.000 Euro. Wow. Ah, irgendwie schmeckt das Snickers raus, aber dann kommt noch diese andere durch. Das ist ein Energy Drink? Ja, diese Energy. Zum Wohl.